Gut 2 Jahre hat es gedauert, bis der neue Funktionstrakt am Florence Nightingale Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie fertiggestellt war. Am 11. Juni 2012 erfolgte der erste Spatenstich. Bereits im April 2013 konnte Richtfest gefeiert werden. Am 11. Juni erfolgte jetzt die offizielle Eröffnungsfeier. Rund 48 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert. Auf 4 Stockwerken wurden hier neue Untersuchungsräume, eine zentrale Notaufnahme sowie neue Operations- und Kreissäle untergebracht. Im Mittelpunkt stehen die Optimierung der Patientenversorgung sowie modernste technische Abläufe. Im Sinne, wollen wir sagen, der Konzentration auf den Patienten achten wir natürlich auch auf die patientenoptimierte Patientensicherheit. Und in dem Zusammenhang lässt sich erwähnen, dass wir von der präoperativen Zone bis in die postoperative Zone, später auch bis auf die Intensivstation, den Patienten so überwachen, dass keine Daten verloren gehen. Er ist nie ohne ein, in Anführungsstrichen, medizinisches Monitoring. Auch im Bereich Familienmedizin wurde weiter ausgebaut. Im gesamten 2. Stockwerk des Neubaus befindet sich der Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe. Wir möchten der Frau individuell ihre Geburt gestalten, helfen. Das heißt, wir haben überall Möglichkeiten von Sprossenwand über Halteseile, Gebärhocker, dass sie ihren Geburtsraum nicht mehr verlassen muss, dass sie sich da heimisch fühlt, dass sie sich da einfach loslassen kann, fallen lassen kann. Passt natürlich auch gut zu unserer Philosophie, weil wir individuelle Geburtshilfe anbieten möchten, obwohl wir im Perinatalzentrum Level 1 sind, das heißt also höchste Sicherheitsstufe. Und dem tragen wir jetzt Rechnung, dass wir individuell Geburtshilfe einfach anbieten können. Nach und nach soll jetzt der Betrieb im Neubau aufgenommen werden. Das Florence Nightingale Krankenhaus ist die zweitgrößte Klinik in Düsseldorf.